Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, zurück zu einer neuen Episode Weg zum Erfolg, Teil Nummer 4. Das heißt für euch Mädels wieder, packt die Hupen auf den Tisch, denn es wird wieder sexy. Ja, und wir haben direkt mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und haben uns hier Reinhard geholt. Den mussten wir natürlich auch sofort ins Team packen und direkt mal ausprobieren. Ja, schauen wir mal kurz auf seine Mannschaft. Ja, sieht so aus, als ob er... Nee, sieht irgendwie gar nicht aus, als ob er irgendwas zusammenbauen will. Das ist alles noch ziemlich wild durcheinander gewürfelt. Eine Chemie, die unter aller Sau ist. Dafür, dass er schon silberne und goldene Spieler drin hat. Aber meine Güte, mich soll's nicht jucken. Und wir springen rein ins Spiel. Da ist Petersch. Petersch! Jawohl! 1:0. Guter Start. Und dann kam... diese Aktion hier, rote Karte, er konnte mich nur noch durch ein Foul stoppen und Gündogan nahm Maß und knallt ihn rein. Yes! İlkay Gündogan, auch ein super Spieler, wirklich deutlich unterbewertet mit seinen 77, die er hat hier bei Ultimate Team. Pissot macht das 3:0, sehr schönes Kopfballtor von ihm, der ist auch ein Bombenspieler, kann ich euch nur empfehlen. Sehr kopfballstark und robust. Und irgendwie macht es den Anschein, als ob der Gegner keine Lust mehr hatte, zu verteidigen. Ich mache auf jeden Fall das 4:0. Und wie ihr seht, ja, das Ladebildschirmbalken, der Ladebalken, wurde dann eingeblendet. Und der Gegner ist rausgegangen. Also das verstehe ich immer noch nicht, warum die Leute bei Ultimate Team quitten. Weil ich meine, euer Abbruchmodifikator geht damit runter und somit verdient ihr beim nächsten Spiel dann weniger Coins. Das macht eigentlich keinen Sinn, da abzuhauen. Dann seht doch lieber zu, dass ihr das Spiel eben zu Ende zockt und beißt in den sauren Apfel. Also bei Ultimate Team zocke ich eigentlich auch bis zum Ende durch. Bei Liga 1, also bei diesen Mann-gegen-Mann-Spielen, könnte ich natürlich auch ausflippen. Bin ich ja auch, habt ihr auch gesehen wahrscheinlich. In meinem Liga 1 Ich komme Video. Ja, springen wir direkt rein hier ins nächste Spiel. Er hat auch noch ein ziemliches Standard-Team. Alles Bronze vorne, ein goldener Spieler drin. Jo, und Beister legt den Ball darüber auf Brücker! Ja, Mann! Thomas Brücker, das war echt ein super Einkauf. Der ist echt eine Granate. Da ist Sundi. Sundi. Wurde ja von einigen schon als Fehl im Kauf abgestempelt. Aber ich finde, er ist echt eine Bombe. Schnell und sicher am Ball. Also der Spieler kann einiges. Ja, Bröker macht dann das 3:0. Und ich glaube, der hat jetzt, ich weiß es nicht, 12 Tore in 4 Spielen oder sowas gemacht. Auf jeden Fall war er sein Geld bisher wert. Boah, er hatte natürlich auch noch eine Chance und hat das, glaube ich, auch nicht absichtlich gemacht, den da mit der Hacke noch rüber zu spielen. Ich glaube, das war eher Zufall, dass er den da noch so schön rübergelegt hat, weil er konnte wirklich nicht viel. Seine Abwehr war ziemlich offen, wie man hier schon wieder sieht. Da ist Brücker, der klingelt schon wieder, ey. Alter Finne, der ist wirklich on fire, der Bröki. Ja, und Gündogan, habt ihr im letzten Spiel schon gesehen? Der kann die Freistöße einfach. Diesmal aus 32 Metern. İlkay Gündogan. Ja, das war noch nicht alles, was er gezeigt hat. Da schnappt er sich hier den Ball im Mittelfeld. Startet durch. Und macht ihn rein. Sehr schönes Tor von ihm. Und wie gesagt, der Gegner hat nicht wirklich Gegenwehr geboten. Noch ein Türchen hier, Gusche. Und einige von euch haben auch schon gefragt, warum ich immer diesen Rutscher mache. Das ist eigentlich automatisch bei mir. Weil ich gucke nicht großartig drauf, wie ich noch jubeln kann oder sonstiges. Denn ich möchte einfach nur schnell das Ding fertig haben. Ja, das Petersch tanzt da die Abwehr aus und den Torwart. Und macht das Tor zum 8:1. 8:1, also das war wirklich schon heftig. Und damit habe ich auch wirklich nicht gerechnet. Aber der Gegner ist wenigstens drin geblieben. Respekt dafür an dich, wenn du das siehst, wo auch immer du herkommst.
Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Ja, dann war es Zeit, hier ein bisschen einzukaufen. Wir haben nochmal Reinhardt gekauft. Für 150 Coins. Den auch direkt auf den Tauschstapel gepackt. Und wieder verkauft. Oder draufgestellt. Mal schauen, ob er sich verkauft. Noch haben wir ebenfalls geholt. Hier Ede. Haben ja einige von euch in die Kommentare geschrieben, dass der auch eine Granate ist. Ja, den mussten wir dann natürlich gleich mal testen. In die Mannschaft gepackt. Und rein ins nächste. Das nächste Spiel dann. Ja, wir tauschen das mal eben hier. Wen haben wir da noch? Ja, sonst alle, die ihr schon gesehen habt. Gut, und es ging ins nächste Spiel. Schauen wir uns mal kurz seine Mannschaft an. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Der Trainer passt auch zur Mannschaft, auch wenn er ein Portugiese ist. Aber er hat wenigstens die Aufstellungen, die er spielt. Da achten ja viele auch nicht drauf. Also, wie gesagt, sein Team eigentlich schon sehr gut. Ein silbernes England-Team. Mit einigen Beast-Spielern drin. Ja, und das hat man dann auch direkt gemerkt. Wood macht das 1:0. Hat mir nicht ganz so geschmeckt. Aber ich sag mal, ich war nicht chancenlos. Die eine oder andere Chance. Beister hier zum Beispiel. Alter Finne. So einen musst du doch machen hier. Maxi Beister. Ja, Sweaty Goals wollten auch nicht funktionieren. Flanken. Gingen auch nicht. Das war wirklich ein Spiel für die Nerven. Sein Torwart war auch super drauf, wie ihr gerade gesehen habt hier an der Parade. Da konnte ich wirklich nichts machen. Ja. Keine Chance. Egal, was ich versucht habe. Ich wollte den Ball einfach nicht reinkriegen. Logische Konsequenz war natürlich, dass er dann hier das 2:0 macht. Und ja, kurz vor Schluss nochmal eine Riesenmöglichkeit. War das ekelhaft. Ekelhaft. Aber da mache ich noch ein Tor. 2:1. Ja, hol den Ball raus. Ede, gute Verstärkung. Gut, 2:1 verloren. Meine Güte. Machst du nichts. Nächstes Spiel wird auf jeden Fall besser. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ihr schreibt mir wieder ein paar Leute in die Kommentare, wen ich hier denn noch kaufen könnte, wen ich dann noch holen könnte, was man dann noch alles ändern könnte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weg zum Erfolg. Macht's gut, haut rein, ciao mit V und Mädels, packt die Titten wieder ein, schön warm, dass sie nicht abfrieren.